Wer Naturwissenschaften studiert, dem stehen viele Türen offen. So viele Möglichkeiten, was man mit dem Studium machen kann. Als Biologe ist ein möglicher Weg, in die Pharmaindustrie zu gehen. Bis dahin muss man aber die eine oder andere Hürde nehmen. Eine sind Bewerbungsgespräche. Um sich darauf vorzubereiten, kann man Bücher lesen. Aber die meisten davon kann man in die Tonne werfen. Denn die Realität sieht meistens ganz anders aus. Ich habe da eine Idee, komm mal mit. Okay. Ich hatte mal die Idee von so einer Art Plauderecke, Hashtag, Podcast, allerdings nur alleine, also relativ einseitig, aber naja, mein Opa, der hat immer gesagt, du musst ein Dieb sein, du musst dir von anderen etwas klauen, und zwar Fähigkeiten, Geschichten, Erfahrungen, und ich muss sagen, ich habe eigentlich am meisten von den Erfahrungen anderer profitiert und daraus gelernt und Dinge für mich mitgenommen, die ich dann versucht habe umzusetzen. Und wenn dir das Format gefällt, dann gib mir ein Like nach oben oder ein Thumbs up. Schreib mir in die Kommentare, vielleicht mache ich dann das weiter und das wird so eine Reihe. Schauen wir einfach mal. Okay, Thema heute, Bewerbungsgespräch. Vor einer Weile hatte ich mal ein Bewerbungsgespräch und das ist schon was her. Es war so ein mittelgroßes Unternehmen, das von einer größeren Firma geschluckt wurde, was aber erstmal noch keinen Einfluss auf das Unternehmen oder die Struktur hatte. So, das Gespräch, das verlief insgesamt eigentlich ganz gut und ich kam auch in die zweite Runde. Standardmäßig muss man mittlerweile als MSL bei Unternehmen einen Vortrag halten. Spätestens in der zweiten oder in der dritten Runde. Man bekommt eine Publikation und muss so etwa 10 bis 15 Minuten Vortrag darüber halten. Manchmal hat man eine Woche Zeit und manchmal auch nur eine Stunde, um den Stress zu erhöhen. Na, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer sich sowas ausgedacht hat, aber ich stelle mir das in etwa so vor. Ich habe eine Idee. Okay, hier ist mein Konzept. Konzept für was? Für den Bewerbungsprozess zu verbessern. Und was stimmt nicht mit dem? Er ist langweilig, er ist nicht zeitgemäß, er ist alt. Und was ist jetzt so neu an Ihrem Konzept? Na, passen Sie mal auf. Die Kandidaten müssen, und jetzt halten Sie sich fest, einen Vortrag halten. Einen Vortrag? Ja. Die bekommen eine Woche vorher oder eine Stunde vorher eine wissenschaftliche Publikation und müssen da einen 10-Minuten-Vortrag drüber halten. Okay, hört sich jetzt erst einmal super an, oder? Ich weiß. Nach einem ziemlichen Aufwand an. Ja, für die, aber nicht für uns. Geil, oder? Okay, aber inwiefern hilft uns das jetzt, bessere Kandidaten auszuwählen? Naja, wir können schauen, wie die so präsentieren. Eher zu einem Thema, das sie gar nicht kennen und in einer Situation, die es in ihrem Job nicht gibt. Darum geht es ja überhaupt nicht. Wir erzeugen eine Stresssituation und können sagen, unser Bewerbungsprozess ist outstanding und bedienen höchste Qualitätsstandards. Gefällt mir Ihre Einstellung. Wusste ich. Darum ist es ja auch Ihre Idee. Ja, genau. Meine Idee. Ich glaube, irgendeiner hatte mal so eine Idee und dann hat sich das so verselbstständigt. Sinn und Realität, also es ist kein Ding, sowas zu machen, ja, aber den Sinn dahinter verstehe ich persönlich nicht so. Ich meine, es ist in Ordnung, so Assessment Center-like eine Aufgabe gestellt zu bekommen, aber ich kann an null Fingern abzählen, wann ich tatsächlich mal beruflich in der Situation war, eine Präsentation über eine Publikation in so kurzer Zeit fertig zu machen. Und wenn, dann ist das eher intern, aber nie extern. Alle Präsentationen, die man vor Ärzten hält, sind vorher über diverse Freigaben gelaufen. Jedes Wort ist kontrolliert worden, ob es Heilmittelwerbegesetz und compliance-gerecht ist. Nie baut man einfach so für einen Kunden mal eine Präsentation und hält die. Aber gut, ich meine, sei es drum. Die Fragen, die an mich gerichtet waren, waren insgesamt eigentlich ganz fair. Einmal habe ich die Frage bekommen, antworten Sie immer so lange? Ich habe gesagt, naja, wenn ich merke, der andere hat Interesse an mir, irgendwie schon. Ich meine, darum geht's doch, oder? Dass man versteht, wie der andere denkt, wie er funktioniert und wie er Dinge analysiert. Ich meine, Entschuldigung, ich habe 4 Kinder. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal ausreden kann und wenn mir irgendwer zuhört. Das muss ich ja mal ausnutzen. Abgesehen davon finde ich jetzt auch bei einer offenen Frage eine Antwort von 3 bis 4 Minuten ist schon in Ordnung. In 20 Minuten bekommst du auf jeden Fall mal 5, 6 Fragen hin. Und wenn die gut gestellt sind, dann kannst du dir schon ein Bild machen über einen Menschen, wie der so tickt. Genauso überlege ich mir meine Fragen, die ich meinem Gegenüber stelle, ja auch. Ich versuche herauszufinden, ob der Gegenüber mir ehrlich ist.
Und das schaffe ich nur, indem er mir nicht einfach so eine Excel-Tabellen-Antwort runterrattert. Wenn jemand genau das möchte und so ein Mitarbeiter möchte, fair enough, in Ordnung. Aber man sollte sich ja wirklich überlegen, was man möchte und was man herausfinden möchte. Ich kann auch einfach eine Excel-Liste runterrattern mit irgendwelchen Beispielen, die ich mir ausgedacht habe, aber das hilft nicht, wirklich einen guten Fit für ein Team oder ein Unternehmen zu finden. Ein Headhunter hat mir mal gesagt, naja, wir suchen Wissenschaftler und die müssen sich ja schon kurz halten und wirklich auf den Punkt kommen. Ich war Wissenschaftler und ganz ehrlich, ich kenne so gut wie keinen Wissenschaftler, der sich kurz halten kann, auf den Punkt kommt und das so rüberbringt, dass es jemand anderes versteht. Du als Medical Science Liaison Manager bist Beziehungsarbeiter. Liaison heißt ja eben auch Beziehung und genau das solltest du tun. Das schafft man nicht, indem man einfach nur 3-Punkt-Antworten gibt und dann ist in Ordnung. Du musst ein Gespräch, einen Dialog musst du suchen und das würde ich bei einem Bewerber wirklich erwarten und versuchen zu verstehen. Schafft er das? Wie tickt er? Und ganz ehrlich, wenn du einen Wissenschaftler suchst, dann geh ins Labor und such dir einen Wissenschaftler. Wenn du allerdings jemanden suchst, der Daten und komplizierte Sachverhalte möglichst einfach rüberbringen kann und aber auch mit Fachleuten mal intensiv ein tiefgreifendes Gespräch führen kann, dann solltest du vielleicht aber auch einen anderen Anspruch haben und andere Fragen stellen und nicht darauf achten, wie kann ich möglichst viele Fragen in möglichst kurzer Zeit durchhauen. Wir sind als Arbeitnehmer aktuell in einer relativ komfortablen Situation. Da immer mehr Menschen in Rente gehen, aber viel weniger Kinder geboren wurden, die jetzt in etwa so alt sind wie du und ich oder jemand, den du kennst, kann man sich fast schon die Firmen aussuchen, bei denen man arbeiten möchte. Und da gibt es riesige Unterschiede, wie mit Menschen umgegangen wird. Da hat man als Bewerber schon die Möglichkeit, dem Gegenüber mal ein bisschen aus Zahnfleisch zu fühlen. In einem anderen Interview beispielsweise hatte ich erst nach 75 Minuten, und das waren 90 Minuten insgesamt, die Zeit selber Fragen zu stellen. Aber ich musste noch eine Frage beantworten. 60 Sekunden, warum sollten wir Sie nehmen? Echt jetzt? Okay, also ich bin kurz in mich gegangen, habe auf die Uhr geguckt und gesagt, wegen der letzten 75 Minuten. Was ich in den letzten 75 Minuten nämlich nicht geschafft habe rüberzubringen, das schaffe ich jetzt in 60 Sekunden auch nicht. Und ehrlich gesagt, kennen Sie Ihr Team ja und Ihre Kultur wahrscheinlich besser als ich. Sie hatten jetzt Zeit, mich kennenzulernen, daher sollten Sie besser verstehen und entscheiden können, ob ich zu Ihnen passe oder eben nicht. Wir haben ganz schön geguckt, aber mal ehrlich, bei so einer Frage, was für eine Antwort erwartest du denn bitte? Im selben Interview übrigens habe ich dann eine Interviewpartnerin aus einer anderen Abteilung gefragt, was sie denn unter guter Teamarbeit verstehen würde und ob sie ein Beispiel dafür hätte. Plötzlich kam jetzt die andere Seite ins Schwitzen. Wenn Sie die Kunden gut vorbereiten für mein Team und wenn Sie Ihren Job gut machen, wenn ich meinen Job gut mache, haben wir eine gute Teamarbeit. Also mein Job daraus bestünde, den Kram zu machen, den das andere Team nicht hinbekommt. Und da muss man wirklich überlegen, wenn man nur so wenig Zeit hat, als Firma oder Zeit gibt als Firma, sich zu präsentieren, einem Kandidaten, dann muss man auch da jedes Wort einfach auf die Goldwaage legen. Und wenn man so eine Antwort bekommt, ich weiß nicht. Wenn die andere Abteilung nur erwartet, dass ich einen guten Job mache und denen die Arbeit erleichtere, dann ist das nicht unbedingt so das beste Bild. Also, man kann schon einiges erleben in Jobinterviews und ich habe einige davon durch. Ich kann mich auch noch sehr gut an eins der ersten erfolgreichen erinnern. Es war so im Herbst, Winter 2016, eine Art Assessment Center über 4 Gespräche hinweg und ein paar Aufgaben, aber immer alleine, also nicht in irgendwie so Gruppen, wie man sich das vorstellt. In dem einen Einzelgespräch hat mein etwas älterer Interviewpartner dann etwas gemacht, was man, finde ich, nie machen sollte in einer Interviewsituation. Er stellte eine rhetorische Frage. Was glauben Sie, ist das größte Problem eines CEOs? Okay, was meinst du? Keine Ahnung, also ich habe händeringend nach einer Antwort gesucht, die mich nicht wie ein kompletter Vollidiot hat dastehen lassen. Mal ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, was ich geantwortet habe. Die Frage zielt hier nicht darauf ab, etwas von mir zu erfahren, sondern mich zu belehren, wie das rhetorische Fragen eben so machen. Tolle Methode. Er antwortete, Informationen pro Zeit. Okay, irgendwie macht das auch Sinn. Ein Unternehmen ist sehr hierarchisch eingeteilt. Die Basis ist am größten.
sie muss keine Entscheidungen treffen oder nur sehr wenige, die einen großen Einfluss auf den Unternehmens- oder Firmenerfolg hat, bezogen jedenfalls auf den Einzelnen. Je höher es in der Hierarchie geht, desto mehr Informationen von unten nach oben müssen natürlich transportiert werden und desto komprimierter ist natürlich dann auch die Zeit, denn es sind immer weniger Menschen, die immer wichtige Entscheidungen treffen müssen. Bis zum CEO. Der trägt, naja, sollte zumindest viel Verantwortung tragen, hat aber auch nur 24 Stunden Zeit am Tag. Also wird Information pro Zeit ein wichtiger Schlüsselfaktor. Irgendwie hat mich das beschäftigt, ich weiß auch nicht. Jedenfalls habe ich ein bisschen gegoogelt und nachgeforscht. Und ich bin auf die CEO Disease gestoßen oder Managerkrankheit auf Deutsch. Den Begriff gibt es übrigens schon seit einer Weile und beschreibt ein Informationsvakuum oder eine Blase, das eine Führungskraft um sich herum aufbaut. Wenn die Führungskraft einen Dunstkreis aus Angst und Vertrauenslosigkeit um sich herum aufbaut, dann hat kein Mitarbeiter mehr die Eier in der Hose, schlechte Nachrichten zu überbringen, weil sie Angst haben, dass das auf sie selbst abfährt oder projiziert wird und sie dann schlecht dastehen. Und du wärst überrascht, wie oft ich seitdem persönlich genau diese Situation erlebt habe. Auf unterschiedlichste Art und Weise und auch Ebenen. In einer der letzten Firmen beispielsweise hat eine neue Führungskraft angefangen. Bei einem deutschlandweiten Meeting wurde sie vorgestellt und musste auch wieder in 60 Sekunden ganz kurz Fragen beantworten. So viele wie möglich. Scheint für manche irgendwie so ein Hobby zu sein. Auf die Frage, was mögen Sie überhaupt nicht, antwortete sie ganz kurz: Nörgler. Bam. Das hat gesessen. Klar, wer mag schon Menschen, die überall rumnörgeln, aber ganz ehrlich, wer mag schon Menschen, die einem in den Arsch kriechen? Mit dieser Aussage hat sie 100% genau das bekommen, ihre ganz persönliche CEO-Disease. Schlechte Informationen sind wichtige Informationen. Wenn ich keine schlechten Nachrichten mehr bekomme, fehlen mir viele Informationen, auf deren Basis ich wichtige Entscheidungen treffen muss. Oh, die Kunden sind unzufrieden. Ah, warte, dann nennen wir das lieber, es gibt noch viel Potenzial in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Hört sich doch viel besser an. Ja, verändert die Perspektive auf die Wahrheit ungemein und ändert dann aber auch am Ende nichts an dem Problem. Ich habe eine Weiterbildung gemacht im Qualitätsmanagement. Ein Dozent, den ich sehr schätze, er sagte einmal, Kritik ist ein Geschenk. Behandle es auch so. Jedenfalls so oder so ähnlich, aber das ist so bei mir hängen geblieben. Ich habe übrigens dem Interviewpartner von meinem ersten Job eine E-Mail geschrieben und mir diese CEO-Disease-Information-pro-Zeit-Thematik von der Seele geschrieben. Ob ich darum am Ende jetzt diesen Job bekommen habe, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, warum ich den überhaupt bekommen habe und nicht ein anderer, weil auf eine Stelle haben sich über 300 Leute beworben und Glück. Manchmal ist es einfach nur Glück. Meine Empfehlung ist, verbieg dich nicht zu sehr. Schau nicht zu sehr darauf, dass dein CV allglatt ist. Die Welt lebt von Diversität. Talente, Meinungen und Perspektiven tolerieren. Das ist viel wichtiger und viel erfolgsversprechender. Gibst du mal eine längere Antwort? Dann gibst du halt einfach mal eine längere Antwort. Solange das jetzt nicht eine halbe Stunde dauert. Aber die Welt lebt von Diversität. Man braucht in einem Team nicht nur Ja- und auch nicht nur Nein-Sager. Weder auf introvertierte noch extravertierte Menschen. Kollegen, die ihren Schwerpunkt in der Theorie haben und dann auch manchmal welche, die ihren Schwerpunkt in der Praxis haben oder da gut sind. Diversität hat ja nicht nur was mit sexueller Orientierung oder Geschlechtlichkeit zu tun, sondern mit Toleranz von Meinungen und Perspektiven. Intoleranz schafft Blasen um uns herum. Bewerbungsgespräche geben dem Unternehmen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Genau wie sie dir die Möglichkeit geben, dich zu präsentieren. Wer intolerant ist und gewisse Macht hat, der schafft schneller, als er denkt, eine Blase um sich herum. Mag sein, dass er oder sie sich dann wohlfühlt, aber Blasen platzen nun mal. Du hast die Chance, die Blase zu erkennen. Gibt das Unternehmen dir 10 Minuten Zeit dafür? Ihr persönliches Pech. Ich hatte auch schon sehr viele tolle, angenehme Bewerbungsgespräche, die wirklich Gespräche waren und nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel. Da ist nicht immer was draus geworden, aber das ist okay. Es ist okay. Es gibt Türen, die öffnen sich und Türen, die schließen sich. Und diese Türen können sich irgendwann auch wieder öffnen. Nimm nur immer mal eine spitze Frage wie eine Nadel mit und guck, ob die Tür nicht am Ende nur eine Blase ist.